herzliches Grüß Gott miteinander. Ja, servus zum nächsten Vlog. Ich bin heute endlich einmal dazugekommen, habe hier unten den Hühnerstall ausgemistet und bei der Gelegenheit auch gleich den Schweinestall. Und da zupft mich schon wieder jemand. Rotzlöffel. Du bist ein Rotzlöffel. Du bist verfressen. Ich hab nichts mehr, du hast jetzt genug gehabt. Ja, nicht Teufel. Ja, ich habe wie gesagt heute ausgemistet. Gestern kam ja der andere Vlog, also wir haben heute Samstag. Ich muss später dann auf die Arbeit um 3. Ja, und da habe ich mir gedacht, wenn ich schon ein bisschen Zeit habe, machst du hier sauber. Da habe ich einmal bei denen hier frisch gemacht. Und hinten bei meinen Hühnern natürlich auch. Gleich haben wir gründlich sauber geputzt. Weil die haben ganz viel Schweinkram gemacht. Frischwasser haben sie. Und den Stall komplett frisch. Siehe da. Ja, auf alle Fälle viel besser als vorher. Die haben jetzt wieder ordentlich was zu wühlen, weil in dem Stroh, da sind immer noch so ein bisschen Spelzen und kleine Reste vom Bruchkorn dabei. Das kann ab und an mal passieren. Und da sind die wie die Geier drauf. Naja. Und ansonsten, ja. Der Rest von der Hühnerschar ist hier draußen. Ich habe gerade noch mit Futter für die Schweinerunde gekippt. Kartoffelschalen und Bohnen. Ja, halt alles, was so anfällt. Die wachsen und gedeihen gut. Das Fell wird verdichter. Und eine Sule brauchen sie sogar im Winter. Ohne geht's bei denen nicht. Ja, so sieht's aus. Ja Leute, und da haben wir schon wieder Montag. Ja, gestern am Sonntag ist nicht viel passiert. Ich hatte ja Inventur, wie gesagt. War unterwegs. Das Einzige, was ich Nachmittag gemacht habe, ich habe in die Unterlänge endlich Bolzen neu gemacht, 16er Bolzen. Und habe die M16 Schrauben rausgenommen. Dann habe ich endlich die Stabilität. Jetzt hebt er mir hinten an die Bolzen theoretisch bis zu einer Tonne. Ich meine, so viel schafft er eh nicht. Schafft die Hydraulik gar nicht, die ist für 540 Kilo freigegeben. Vorher geht der Bulldog vorne auf, beziehungsweise die hebt dann gar nicht mehr aus. Und ja, jetzt habe ich wie gesagt da Bolzen drin. Da gab es aber nichts zu sehen, das war ja bloß die Schrauben rausziehen und die Bolzen durchstecken. Das habe ich gar nicht erst gefilmt, wäre Schmarrn gewesen. Ja, das ist gestern passiert. Stream kam leider keiner. Ich war gestern einfach so kaputt, ich habe dann keine Lust mehr auf nichts gehabt. Einfach einmal nachhocken und nichts tun. Ist am Samstag bis nachts um 9:30 gegangen und dann heim und duschen und dann ins Bett. Ja, und Sonntag früh um 8 dann schon wieder los und dann bis um, ja, wie spät war es denn? Halb eins wird es gewesen sein. Da hast du dann einfach keine Lust mehr. Wochenende gibt es nicht. Jetzt haben wir Montag, um 2 muss ich schon wieder auf der Arbeit sein. So schnell geht's. Naja, jetzt mache ich halt das, was ich quasi am Samstag, Sonntag nicht so viel machen konnte. Ich mache meinen Stall. Ich bin ja gestern am Sonntag früh um, ja, wann war es denn? Um 4:30 bin ich aufgestanden. Und fünf bin ich aufgestanden und um 5:30 bin ich raus. Hab meinen Stall gemacht, war hier bei den Pferden, habe ausgemistet, bei den Hühnern unten schnell ein wenig sauber gemacht und Frischwasser hinunter, dass das erledigt war. Naja, und dann, wie gesagt, auf die Arbeit. Jo, jetzt haben wir aber schon wieder Montag und heute fülle ich einmal die Wasserkübel hier alle auf. Wie man sieht. Und ja, wir können uns einmal kurz über ein Thema unterhalten oder anschneiden, über das ich eigentlich nichts sagen wollte, weil ich damit nicht so viel zu tun habe. Aber ich bin jetzt angeschrieben worden über WhatsApp. Und zwar, der ein oder andere hat es ja mitgekriegt, ja, die Landwirtschaft ist hauptverantwortlich für Feinstaub. Und Ding kam dann auch, Bericht im Fernsehen, ja, 50.000 Tote durch die Landwirtschaft und dann wieder 120.000 Tote und keiner kann sich so recht entscheiden. Ein Riesengelaber. Und da bin ich jetzt gefragt worden, was hältst denn du davon? Wie siehst du das? Gib mir mal deine Stellung dazu ab. Ja, eigentlich wollte ich das nicht machen, weil ich zähle mich jetzt weder zu den Großbetrieben dazu, noch wollte ich mich in solche Diskussionen, ja, einlassen. Aber jetzt sage ich halt doch was dazu. Ja, mein Standpunkt dazu ist ganz klar. Die Leute sollen alle mal drüber nachdenken, wo die Lebensmittel herkommen. Wer produziert es? Sind es dieselben, die in ihrem Gemüsegarten, wenn sie denn überhaupt einen haben, was anbauen? Oder ist es so, das kommt ja eh alles aus dem
Supermarkt. Okay, wenn der so denkt, wenn es einmal nichts mehr gibt, wenn einmal die Landwirte alle gar weg sind, dann wird er es merken. So viel einmal dazu. Ansonsten gibt es zu sagen, ja, alle, die so denken, dass die Landwirtschaft an allem schuld ist, sei es das Bienensterben, sei es diese Feinstaubbelastung und. Ganz ehrlich, heute war ein schöner Bericht in unserer Tageszeitung drin gestanden. Da stand drin, mit dem Bienensterben, waren unten drunter dann auch Berichte von Landwirten und von Leuten. Das sind nicht nur die Landwirte selber, das sind auch die, die einen Garten haben und in dem Garten lieber ein Kiesbett anlegen, statt einen Rasen haben. Oder die an englischen feingemähten Rasen haben, wo kein Unkraut, kein Beikraut, nichts mehr drauf wächst. Keine Blume, kein nix, weil das ist ja alles dann nicht akkurat, das ist nicht alles sauber. Die sollen sich auch mal an die Platten langen. Macht im Garten ein paar Sträucher, macht ein paar Büsch, ein paar Blummer. Aber nicht nur das komische Zierblummerzeug, wo ich Kabine nichts nachgeht, sondern dann lässt halt einmal Löwenzahn wachsen. Nein, der wird da rausgerissen. Schaut ja schlimmer aus im Rosen. Da wird Klee wird weggemacht, weil Klee schaut scheiße aus im Garten. Sowas könnt ihr stehen lassen, ihr Affen. So, jetzt aber ganz ehrlich, dass ihr das wisst, so denke ich. Ich ärgere mich über so eine Diskussion und es ist dasselbe mit dem Feinstaub. Ich sag's da ganz ehrlich, ne? Wir sollen den Feinstaub alle produzieren. Dann heißt es für die Massentierhalter. Hört mal auf, wer jedes Jahr in den Urlaub fliegt mit dem Flugzeug, der braucht genauso Feinstaub. Wer jedes Jahr mit dem Kreuzfahrtschiff Weltumrundung oder sonst was macht, der hat auch Feinstaub. Wer unbedingt jedes Jahr das neueste Smartphone braucht, der produziert auch Feinstaub und Dreck. Ganz ehrlich, wer jedes Jahr ein neues Ding kauft, wo kommen die Dinger her aus Fernost? Wie kommen sie her mit den großen Schiffen? Ja, warum fahren so viele große Schiffe und warum werden die Schiffe immer größer? Ich will nichts sagen, mit der Nutzlast und der Rechnung und allem passt das schon. Aber ganz ehrlich, wer jedes Jahr ein neues Handy braucht, der kurbelt es doch bloß an, dass noch mehr rüberkommt. Dass immer mehr Schiffe fahren müssen. Dass immer mehr Flieger unterwegs sind und. Daran solltet ihr euch einmal orientieren. So viel mein Standpunkt. Bevor ihr bei der Landwirtschaft anfangt, fangt bei euch selber an, bei eurem eigenen Konsum. So. Mehr sage ich da dazu nicht. Da rege ich mich bloß auf. Und das hat sowieso keinen Sinn. Hanna, stimmst du mir zu? Bestimmt. Nee, da dabei belassen wir es, mehr sage ich da dazu nicht. Wie gesagt, bevor da immer die Diskussion kommt, die Landwirtschaft ist schuld und die Bauern machen alles kaputt und die Bauern machen die Bienen kaputt und wir denen alles vergiften. Denkt da mal alle selber drüber noch, was ihr macht. Weil das geht im Garten an, das geht beim Urlaub weiter, das geht beim Konsum, was die Leute kaufen. Ja, dann muss es jeder Woche eine Banane oder sonst was noch zusätzlich sein, dann kann man nicht einmal auskommen, okay. Einmal die Woche vielleicht eine Banane. Nein, dann müssen Bananen immer parat liegen. Das schmeißt ein bisschen lieber weg. Wie gesagt, das führt zu weit. Da hören wir auf an der Stelle. Mein Standpunkt ist, packt euch an die eigene Nase. Dann reden wir weiter. Und vorher diskutieren wir da gar nicht. Und alle, die so denken, die sollten da mal wirklich drüber nachdenken. Dann sollen sie auch keine Lebensmittel nicht mehr kaufen. Weil wo kommen die her? Ich sage ja, ich habe es im Livestream letztens gesagt, da ging es darum, die wertvollsten Arbeitgeber für die Gesellschaft. Ja, und dann geht es darum, die wertvollsten Arbeitgeber, das ist dann ein Versandgeschäft, das sind dann irgendwelche riesigen Firmen, die dann Klimaanlagen und das herstellen, das ist alles schön und gut. Aber die Müllabfuhr, die Stadtwerke und, die Landwirtschaft, die Lebensmittel, das zählt dann alles nicht, das ist dann unwichtig. Bitte, wenn der so denkt, da dabei belassen wir es. So, weil ich gesagt habe, am Kramer habe ich diese Unterlenkerbolzen eingebaut, ja. So schaut es jetzt aus. Vorher saßen da ja, wie gesagt, bloß Schrauben durch. Und wenn du Schraubengewinde abziehst, hast du bloß 3 Zähne. Da ist einfach die Kraft zu gering. Und jetzt sind 16er Bolzen drin, richtige Bolzen. Ein bisschen Spiel haben sie, das ist normal. Größer hätte ich nicht reingebracht. Für 18 wäre es schon wieder zu groß. Also sind 16er reingekommen. So war es auch original. Und ja, das ist jetzt dann, ich sag einmal, massiver als vorher. Sollte funktionieren. Ja, was heute jetzt auf alle Fälle noch ansteht, was ich jetzt gleich noch machen werde. Ich brauche einen Radlader und dann schiebe ich hinten den Misthaufen nochmal zusammen. Vorher muss ich aber mit dem Radlader eine Kleinigkeit erledigen. Und ja, wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns quasi wieder auf dem Weg zum Misthaufen oder so ähnlich. Mal gucken.
schnell was erledigt und jetzt können wir im Biomüll verfahren. Und wieder alles Schimmelzeug vom Aussortieren. Bin ich heute erst dazu gekommen. Ja, und das machen wir jetzt.
ganz stark. Welcher Vollpfosten das da war. Also das war kein Vollpfosten, das war mein Vater. Der hat eigentlich den Reisighaufen, der jetzt vorne bei der Jagdhalle liegt, den wollte er hier in den Misthaufen platzieren. Aber leider war das Feld so feucht hier oben. Da hat es aber auch an dem Tag geregnet. Also ich wäre gar nicht erst reingefahren, aber er hat gedacht, er probiert es, das könnte ja gehen. Ja, da war der Hänger bis auf die Axt drinnen gestanden in dem Dreck. Hat nicht funktioniert. Ja, ist halt jetzt ein Stück vom Feld hier oben ein bisschen, ja, furchig würde ich sagen, ne? Ach, das passiert. Wie gesagt, eigentlich war geplant, der Reisighaufen vor der Jagdhalle sollte hier rauf. Hinter dem Misthaufen platziert werden. Hat leider nicht funktioniert. Jetzt liegt er natürlich da, wo meine Heuwände ist. Jetzt kommen ja eine Heuwände nicht noch. Aber es ist halt so. Also nur mal zur Erklärung, warum und wieso und weshalb. Keine Angst, das wollen wir selber. Ja, im Nachhinein denkt man sich, scheiße war es, aber probieren mussten wir es trotzdem. Hinterher ist man immer schlauer, würde ich sagen. Ne? Ja, den Misthaufen habe ich jetzt immer wieder ein wenig zusammengeschoben, wie man sieht. Dann habe ich hier wieder ordentlich Platz, weil immer wenn du mir Lore runterfährst und abkippst, die kippt ja nicht auf den Haufen auf. Dann wird der Haufen fort länger. Das haben wir letztes Jahr ja auch gemacht um die Zeit. Und das habe ich jetzt wieder gemacht. Und jetzt schaut die Sache wieder besser aus. Gut, soweit hierzu. Jetzt geht's heim und dann ist auch schon wieder Zeit für die Arbeit. Hat doch der Hund schon wieder sein Spielzeug mitgebracht. Riley? Riley? Was ist denn da damit?
So. Gut. Das war's dann hierzu. Jetzt ist nochmal wieder ein bisschen dreckig. Ja, das war's dann schon wieder von meiner Seite. Heute ist das Video wieder nicht so lang geworden. Wieder nicht so viel passiert. Ja, wie gesagt, das war halt jetzt im Moment etwas stressig, viel zu tun. Ja, so ist es halt, ne? Lässt sich nicht vermeiden, wenn man arbeiten geht, auch noch. Misthaufen ist zusammengeschoben. Und dann wird es das jetzt ziemlich gewesen sein. Ach so, eine Kleinigkeit fällt mir noch ein, die sollte ich noch zeigen. Dazu kommen wir gleich. Es kam eine Zuschauerfrage, und zwar wie beim Krame die Vorderradkotflügel befestigt sind. Ja, und das kann ich noch schnell zeigen. Sieht wie folgt aus. Das sind die Originalen vom KL300. Oben her sind zwei Löcher schon vorgebohrt bei mir gewesen. Da waren die Schrauben mal original drin. Hat auch mal KA15. Da sitzt der Kotflügel mit zwei Schrauben hier befestigt. Und an der Unterseite ist er quasi da unten mit angeschlagen. Das ist quasi dieser Lenkeinschlagbegrenzer, dass das Lenkrad sich nicht komplett überdreht. Da stößt er an und da ist er auch mit fest. Ja, ich hoffe, ich bin dem Wunsch des Zeigens da damit auch nachgekommen. Ja, so ähnlich wird es wohl beim KA15 auch werden. Muss ich mal gucken, vielleicht befestige ich die auch nur oben. Das kommt auf die Stabilität an. Das sehe ich, aber wie gesagt, im Moment komme ich da nicht dazu. Aber in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns am Freitag wieder. Mal gucken, am Donnerstag habe ich frei. Vielleicht mache ich Mittwochabend noch einen Livestream. Aber versprechen tue ich es mal ehrlich gesagt noch nicht. Keine Ahnung, das, wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie ich zeitlich fertig war und was noch anliegt. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Servus.